Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei 19 KDE von Thüringen. Ja, schon Dank fürs Reinschauen vorweg und ein dickes Dankeschön für fleißig liken und kommentieren. Ja, wir werden gleich mal den Striegel einklappen und dann fahren wir kurz vor der Wiese, wo ich gestern praktisch die Balken gesammelt habe. Hier wollte ich was probieren, ob ich das hier Kleegras wegbekommen, ne? Wenn ja, dann müssten wir hier noch durchziehen, aber anscheinend es geht nicht weg. Ist B. Geht ja auch nicht, ne? Das ist ja Quatsch. Okay, dann machen wir Klappe auf. Zusammen. Und dann fahren wir halt zu einer anderen Wiese, ob das normale Gras weggehen würde. Denn das ist ja eine blöde nachher in Anführungszeichen, da müsste ich höchstens mähen und normal schwatten, ne? Dass wir das entsprechend nachher mit verarbeitet kriegen. Jo, jetzt geht das Richtung jo, ich glaub 63 Feld, das ist die Wiese. Unser Getreide ist noch nicht reif, obwohl es so aussieht. Das ist jetzt aktuell eh noch so nass. Da muss ich ein bisschen warten. Und da muss ich sehen, was wir näher machen können, ne? Haben wir 3:31 Sägewerk, nö, das habe ich ja schon gemacht. Mal schauen, ob wir uns Schweine anschaffen oder sowas. Mal sehen. Oder hier die Bullen zum anderen Stall fahren, das könnte ich auch machen. Ich habe ja ein paar Bullen im Stall drin, die müsst ihr zum anderen Stall. Nicht wegen der Bullen und der Rinder, ich möchte nur halt getrennt haben, dadurch er weiß, welche Tiere ich jetzt zum Schlachthof schicken kann. Ne? Kühe möchte ich an sich noch behalten. Die neuen Kälber, auch wenn sie ein bisschen erwachsen werden, also Richtung, dass sie bald ja, trächtig werden könnten, ne? Und dann nachher, später nachher entsprechend Milch geben. Dann könnte man ja die Kühe, die dann ihr Lebensende erreichen bald, dann mal ersetzen, ne? Austauschen. Ist ja halt so, ne? Wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt Tiere sterben lassen. So, mal gucken, was Gras funktioniert, aber das ist immer nicht so wichtig. So, mal gucken, was hier funktioniert, ne? Mit dem Gras entfernen. Wenn es geht, ist gut. Ansonsten, ja, dann ist es halt so, ne? Bei normalem Gras, bei der Marsch ging es jedenfalls. Also mal Heu wird man wegkriegen, ne? Das ist nach oben, ne? Na, geht auch nicht weg. Na, geht nicht. Dann werden wir gleich verkaufen. Und zwar unter der Garage. So brauchen wir nicht. Steht mir nur im Weg umher. Es kann sein, dass es dadurch nicht mehr funktioniert. Durch Mais plus plus. Wer es weiß, wäre ich über den Tipp dankbar. Und wenn nicht, gut, wird es auch gehen. Ne? So, das brauchen wir. Das habe ich ja deswegen wegen. Jetzt komme ich nicht drauf. Wegen Pferdegras. Da haben wir jetzt auch, doch hab ich schon einen. Aber hier genau ist, weiß ich nicht. Wo ist das Teil überhaupt? Das Ding. Wo ist dieses Silo? Ich kaufte. Da sind Sachsilos, Durchfahrsilo. Das könnte Hof 1 sein. Vielleicht sind die dann entsprechend nicht buggy. Hoffe ich mal, ne? Naja gut, ist halt so. Das muss ja nicht an dem Custom Mod liegen, sondern es kann auch sein, dass allgemein so ein Fehler ist, weil auf dem Marsch hatte ich das Problem auch gehabt von Mod von Fat Action. Mit Durchfahrsilo. Seine Silos, die man Sachsilo sind, die funktionieren. Also,
Da haben wir doch schon. Brauchen wir ja nicht, ne, wenn das nicht funktioniert. Hat sich erledigt, ne? Okay, dann fahren wir mal jetzt den Traktor zurück. Und oh, der geht doch schon rein, ne? Obwohl der guckt. Der hat ja auch keinen schmale Reifen, kann man sagen. Normale halt. Macht er halt Schwierigkeiten auf der Straße, ne? Auf dem Feld. Straße gut. So, Richtung Hof. Oh. Ja, die ganzen Fahrzeuge zurückbringen, das nutzt ja auch nichts. Fahren wir nicht so schnell in die Ortschaft, ne? Gut, Polizei gibt es hier zum Glück nicht. Also, wenn das der Fall wäre, ja gut, dann muss man aufpassen, ne? Mein Blitzer und so, ne? Vor dem Kontostand ist, glaube ich, egal. Das ist aber in der Schweiz wieder anders. Die Schweizer, die extrem reichen, die zahlen mehr, ne? Das fand ich dann richtig, ne? Also, jetzt sag mal, einer, der etliches auf dem Konto hat, den juckt eine Strafe von 100 Euro nicht, ne? Ist das, jo. Der war ja vorm Anhänger gewesen, glaube ich. Machen wir wieder ran. Wenn wir voll flexibel sind bei der Ernte. Dünger streuen, das muss man auch noch machen, ne? Aber das kann der Fendt machen besser, das ist, der hat Breitreifen. So. Da hatten wir Saatgut geholt und Dünger, glaube ich. Und müsste eigentlich fertig sein normalerweise. Gut. Auf geht's. Jo. Vielleicht ist es warm, ne? Aber seit ein paar Tagen mit der Heizung ausgemacht, weil mittlerweile steht die Sonne ja schon recht hoch, Anführungszeichen, ne? Und scheint abends länger am Fenster rein, rechts von mir, und erwärmt die Wohnung entsprechend schon. Muss da nicht mehr heizen. Wird denn höchstens im Notfall mal am Wochenende ein bisschen heizen, aber so jetzt aktuell ist es zum Schlafen ideal. Und ja. Und wenn ich spiele, heizt das die Gerätschaft alles, ne? Das ist auch zu merken. War hier irgendwas? Nö. Ja, wo stelle ich den LKW jetzt hin, ne? Gute Frage. Wo er nicht stört. Am besten hier gleich hier am Holz, falls wir Arbeit suchen, ne? Das kann durchaus passieren. Könnt auch Holz verkaufen, theoretisch. Aber aktuell noch nicht. Holz wollte ich eigentlich im Winter machen, wenn es gefroren ist, ne? Ich kann andere Arbeit nicht anstellen, ne? So. So kann er mal stehen bleiben. Der könnte auch düngen, ne? Obwohl, ja gut, ja, könnte. Würde er auch machen. Immer einen Düngersteuer nehmen und dann gleich mal für so eine kleine Wiesen mit so einem kleinen Steuer nicht schlecht, ne? Oder hinten anhängen kann. Und hat kein Gewicht hin, das ungünstig. Wenn er hinten so ungefähr 4000 Liter hat, ist doch ganz schön Gewicht. Dann muss man vorne ein Gegengewicht haben. Und der hat vorne kein Gegengewicht. Nur Sensoren, ui. Sensoren für, ja, automatisch fahren halt, ne? Das ist ja die Zukunft, glauben viele. Ich bin da skeptisch.
macht sich nur rentieren bei extrem großen Feldern, ne? Also wo wirklich die Traktoren mehrere Tage unterwegs sind, ne? Und dass der Bauer oder Angestellte halt mindestens 2-3 überwachen kann zur gleichen Zeit. Also dass er mit einem Tieflader hinfährt mit dem Traktor und die Gerätschaften auch und dann praktisch 2 Traktoren, meinetwegen 2 Felder, die nebeneinander liegen, beides in so ein Steuerungs ja, so wie im Spiel halt, ne, überwacht, ne. Das wird aber nur funktionieren bei richtig großen Feldern, wo sich dann mit dem Tieflader ranfahren auch lohnt, ne. Denn die dürfen ihre Straße ja so nicht fahren, ne. Weil da ist ja kein Fahrer vorgesehen, da stehst du eigentlich mit der Fernbedienung normalerweise. So, haben wir Dünger drinne? Nicht viel. Aber wir haben mal was hergebracht, ne? Das ist ja mal auffüllen. Was haben wir jetzt hier? 108.000. Ich hatte mir auch einen Teil gekauft gehabt beim Landhandel Müller. Und den Rest vom globalen Markt genommen. Ja, trifft nicht ganz, aber fast. Vom globalen Markt genommen und von der Marsch halt verkauft, ne? Die Produktion läuft da ja immer durchweg durch und bevor das richtig voll wird, zur Not ins Lager oder halt im globalen Markt rein. Das dürfte genügen. Die Wiese muss gedüngt werden, damit das beim nächsten Mal noch einmal gedüngt und dann ist es fertig. Ja, die Sonnenblumen wachsen gut, ne? Ja, das würde ich jetzt mal so machen in Zukunft. Sonnenblumen und dann Mais im nächsten Jahr. Die Früchte, die wir halt brauchen, ne? Und neue Felder möchte ich auch noch zulegen, also wenn die Ernte dann passt. Sonnenblumen sehen zum Arsch verkaufen und dann Dünger hierher, ne? Ob das sich recht rentiert, mal sehen. Also das Getreide geht auf jeden Fall dahin. Und da, wo jetzt Getreide ist, kommt dann Raps rauf, ne? Nächstes Jahr. Also beziehungsweise, oder wird eng. Ihr müsst ja eigentlich zeitlich gesehen Ende Sommer sein, ne? Also 3 Tage, also ab 6, 7, 8, ne, 9, 8, 7. Ab dann ungefähr. Gucken wir gleich rein. Dann ist es anders. alt ist Aussaat Raps. Raps wäre ja aber recht lange bis rein im Herbst, ne? Also von daher, das müssten wir schaffen und die Ernte ist ab hier dran. Muss ich mal beobachten, ob das nächstes Jahr auch so ist, weil normalerweise wenn du im Herbst aussehst, ist es eigentlich früher reif, ne? Eigentlich. Ja, und Karotten. Hatte ich hier Karotten gehabt. Weidegras, das habe ich gerade geerntet. Also Pferdegras. Ach, das wird auch erst ab dann und dann reif. Ackergras ist nur im bestimmten Zeitraum reif. So, ist das halt so, ne? Aber du kannst das ganze Jahr sehen, ne? Also fast, naja, gut, im Winter nicht. Und Luzerne ist klar, müssen wir bald noch reif werden. Gras haben wir auch noch. Zwiebel, Karotten, Elefantengras haben wir auch. Das hatte ich aber schon mal gehabt. Elefantengras. Hat die Seemaschine angezeigt gehabt. Vielleicht jetzt schon. Mal sehen. Wie gesagt, hier Weizen. Hier ist Baumwolle vorgesehen. Baumwolle ist aber nicht realistisch. Das geht in unseren Breiten nicht. Wenn das bei uns gehen würde, dann hätten wir es bei uns in der Zeit gemacht. Ist aber nicht möglich. Die mögen eigentlich keinen Frost, glaube ich. So. Ist auch eine 2-jährige Pflanze, glaube ich. Ja, das wächst bei uns nicht. Das ist definitiv nicht so.
Jo, die sag mal, sind nicht schnell hier. Das ist halt so. Klima so sagt halt nicht zu, ne? Geht nicht. So, wollen wir gleich mal einstellen mit Düngen. Das Gras muss man liegen lassen, ne? Das ist halt so. Kriegen wir nicht weg. Muss ich mal sehen, beim nächsten Mal wahrscheinlich mit dem Schwad arbeiten. Oder das hat eine neue Grafik. Ich habe jetzt praktisch mit Ballen pressen. Also ich habe jetzt im Prinzip die aktuelle Kursplay-Version von heute Mittwoch runtergeladen. So. 63. Ja, 1 reicht normalerweise. 30 Meter. Ist ja relativ klein. Was haben wir noch alles hier? Falls hier ein neues hinzugekommen ist, neue Dinge, die mir jetzt im ersten Augenblick nicht auffallen. Muss man ja wissen, ne, was das macht. Entweder ist die Grafik ein bisschen kräftiger geworden, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Ich wollte es ja gut eingesackt. Ja, und dann wird dunkel. Wenn es dunkel wird, dann wird es auf jeden Fall gedüngt. Ne? Dann ist es auf jeden Fall zeigt Wirkung. Ne? Muss ja auch, dass wir Erträge entsprechend zu 100% bekommen. Ne? Zumindest in die Richtung. Noch habe ich hier kein Personal Farming aktiviert. Wegen der Gründe der Ernte, dass man abschließen möchte. Ich hatte ja bei der Marsch auch einfach so mal ja aktiviert, ne? Und im Grunde hinterher habe ich gesagt, okay, gedacht, ja, hätte man noch ein bisschen warten können, ne? Aber wiederum irgendwann muss man das, muss nicht, aber wollte es eh machen, ne? Wollte ich hier die Deichsel, das ist halt irgendwo nicht hin hier mit Traktor und so. Ich doch vielleicht mit dem LKW fahren so auf der Straße. Ah, gut, beim nächsten Mal. Es muss doch gleich sehen, dass ich einen anderen Traktor gekauft kriege. Also. Beziehungsweise die Art Traktor an, Anhänger. Mal gucken, was so ist. Optisch gesehen. Kann ich erkennen. F1 G. Ob man da was machen könnte, ne? Also L. Nö. Na? Das zeigt nichts an. Ich weiß nicht, warum das so ist. Zu sehen ist nichts. Beim nächsten Mal, wenn ich Ballen sammeln will, muss ich mir einen anderen Anhänger kaufen. Wenn ich dran denke. Spätestens dann, wenn ich wieder festfahre irgendwo. dann weiß ich Bescheid, da fällt mir das ein. Aktuell habe ich keine. Nicht vor, mir Ballen zu fressen. Später halt, ne? Jo, liebe Schauer, das sollte auch schon heute gewesen sein. Dann sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss, ciao, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Mal schauen, was. Lass mal überraschen, ne? Tschüss, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.